So Leute, da sind wir beim nächsten Update-Video. Juni 2021. Das Jahr rennt. Das Jahr rennt richtig. Und damit geht's wieder in die Neuheitenrunde. Das bedeutet, was ist letzten Monat passiert? Was wird nächsten Monat passieren? Ein kurzer Zwischenstand, wie es aktuell so läuft. Je nachdem kommt ihr auch schon mittendrin. Und natürlich Kanal des Monats. Mai, also praktisch der Kanal, den ich letzten Monat am meisten verfolgt habe und wo ich am meisten geguckt habe und auch mit den Leuten ein bisschen interagiert habe und so weiter und so fort. Dementsprechend, letzter Monat war krass. Richtig krass. Wir hatten, abgesehen von unseren normalen 4 Gameplays, die wir halt hatten, was richtig cool war, ein bisschen viel Ursa und vielleicht ein bisschen viel Esperweil, aber die beiden Decks mögt ihr ja sowieso. Dazu dann zwei richtig coole Decktags. Das eine ist ein Kaltheim-inspiriertes Mono-Blue Snowdelver, was der liebe Dommer mir vorgestellt hat, auf meinem Kanal für euch, so ist es richtig ausgedrückt. Und das andere ist ein, ja, Strixhaven-Combo-Deck, was ich auch vom Grund heraus selber habe aufgebaut, was eher weniger so ein Tier 1, Tier 2 Deck ist, sondern was ich einfach zusammengesteckt habe aus Karten, die ich aktuell rumliegen habe und ja, Ideen, die ich hatte. Dabei war es ganz lustig, dass an dem Tag, wo ich dieses Video hochgeladen habe, Cardmarket zum Beispiel auch einen Thread hochgeladen hat, wo sie haufenweise Decks gecovert haben, aber das Deck ist ihnen zum Beispiel durch die Lappen gegangen. Und dann hatte ich diesen Monat richtig viel Kontakt zu anderen Magic-Content-Creatern, sage ich mal. Wir hatten das Game gegen Melniboone MTG mit zwei Pre-Release-Decks gegeneinander. Oh, wunderschön, hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten ein Paket von Dr. Alzheimer, was mich total in absolute Nostalgie geblowt hat, wo ich dachte, wow, what? Wir haben zusammen mit Gamery ein Collector-Display komplett von Strixhaven aufgemacht. Richtig krass, richtig cool. Und wir haben zusammen mit Solaris und mit dem Commander Kompass eine Preview-Karte zum Modern Horizons 2 bekommen. Krass, das war richtig, richtig krass. Zu der Preview-Karte habe ich ein Short-Video gemacht. Das wurde dann auch über Social Medias geteilt. Richtig cooles Teil. Das Opening ist auch schon lange da. Da haben ein paar Leute drauf gewartet. Das hat richtig Spaß gemacht, so zu zweit mal so ein Display aufzumachen. Und ich hoffe, dass wir dieses, wir machen zu zweit was auf, öfter machen können, weil scheint es auch Spaß dran zu haben. Und es ist mal ganz erfrischend. Vielleicht nicht jedes Mal Collector-Display. Vielleicht bleiben wir auch dabei, was der Ursprungsplan war, immer so 4 Set Booster pro Person, aber das sehen wir dann. Und natürlich, das Game gegen Melniboone war wunderschön, hat mega viel Spaß gemacht und ja, das Paket von Dr. Alzheimer habe ich halt nicht verdient. Richtig, richtig cool. Dann kamen zwei Blackie zeigt Game Modes. Die sind unbeliebt. Ich weiß das. Ich mag die. Deswegen produziere ich die weiter. Ich hoffe, es stört euch nicht. Irgendwann werdet ihr auch sehen, wie großartig diese Game Modes sind und man damit richtig viel Spaß mit diesen Boostern haben kann. Es ist halt aktuell wahrscheinlich bei den meisten etwas irrelevant, weil man das nicht einfach im Local Game Store machen kann, wenn man gerade mal auf seine Commander-Runde wartet und zu dritt auf den vierten wartet und sagt, hey komm, dann spielen wir mal den Game Mode, kaufen uns zwei Booster und spielen das. Ja, das wird halt wahrscheinlich, sobald die Local Game Stores wieder anfangen, wahrscheinlich ein bisschen besser. Hoffe ich zumindest. Ebenfalls habe ich Arjen mir vorgestellt, das Nicole Bolas Set, was es damals gab, also nicht das Set selber, das habe ich vor Ewigkeiten mal auf dem Fischkrieg-Channel aufgemacht, sondern halt das Arjen Meet, was dahinter gestanden hat. Dazu kamen zwei Sekundäre, einmal die Ultimate Edition 2, dieses Pathway Cycle Doppellandgedöns MDFC Länder, so ist es richtig. Die durfte ich aufmachen und euch zeigen. Und noch das dieses schwarze Länder von wegen The Uncomfortable Crush of Basic Lands heißt es, glaube ich. Das durfte ich im Namen von Kenshin, also Dom, auch aufmachen. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz vielen, vielen lieben Dank. Gerade an Leute, die den Channel unterstützen, die sagen, hey, hier kannst du was aufmachen für mich. Oder hey, hier das Zeug kannst du verlosen, das brauche ich nicht. Oder hey, möchtest du das und das nicht aufmachen, ich check dir das oder ich gebe dir das zur Verfügung. Danke, danke, danke. Das ist richtig großartig und das macht mir und bei mich viel Spaß. Und es bringt halt dem Channel sehr viel Qualität im Vergleich zu dem, dass ich sonst halt nichts aufmachen würde oder halt eher was in meinem Budgetbereich. Apropos aufmachen, am Montag kam ein Opening von einem Deck, was ich richtig cool fand und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, am Montag kam ein Video von dem Opening. Das zählt ja auch noch zum letzten Monat und genauso zählt zum letzten Monat eine Aktion von Ultimate Guard, die ich super hart gefeiert habe. Und zwar hatte ich am 1. April so ein kleines Scherzvideo gemacht, darüber, dass ich aufhöre mit Magic und Yu-Gi-Oh! Spieler werde. Dann habe ich ein Video darüber gemacht, dass ich aufhöre, Yu-Gi-Oh! Spieler zu werden und anfange, Pokémon-Spieler zu werden. Dann habe ich gesagt, ich höre auf mit Pokémon und werde Flash and Blood YouTuber. Dann habe ich gesagt, ich höre auf mit Flash and Blood und werde doch Yu-Gi-YouTuber. Und die lieben Leute von Ultimate Guard haben dann gesagt, hey, witzig, haben wir Bock drauf,
Wie wäre es denn, wenn du auch mal Yu-Gi-Oh! Da ein bisschen reviewst? Also habe ich Katana Sleeves und die 2021er Exclusive Edition an diesen Sidewinder bekommen, den ich für euch reviewen konnte. Und ich habe ein richtig, richtig gutes Video rausgemacht. Das ist dieses Eigenlob stinkt, aber ich habe mir richtig Mühe gegeben. Gerade weil es ein Video ist, was auf meinem Channel eher ungefragt ist und ich deshalb sagen wollte, hier, aber ich habe qualitativ auf jeden Fall was geleistet und ich finde, das habe ich auch. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ja, sind Yu-Gi-Sachen, sind für euch wahrscheinlich irrelevant. Vielleicht wird es relevant oder ihr kennt jemanden, für den es relevant ist, dann könnt ihr demjenigen das Video zeigen. Ich bleibe bei Magic. Yu-Gi-Oh! Ist so ein ganz, ganz kleines Randding, wo ich hin und wieder mal ein bisschen Yu-Gi spiele oder mich mit Leuten über Yu-Gi-Oh! Unterhalte. Ebenfalls halt wie Flesh and Blood, wo ich auch irgendwie zwei Decks mittlerweile rumliegen habe, ein bisschen was gespielt habe und ich glaube, vier Booster aufgemacht habe in meinem Leben. Ist nicht richtig ein halbes Display. Egal. So oder so, keine Sorge, ich bleibe Magic-YouTuber. Und dann kamen wir zum letztmonatigen Blackie Talk. Paper Magic wird niemals sterben. In diesem Blackie Talk habe ich darüber geredet, wie wichtig ich Paper Magic finde und warum ich glaube, dass Paper Magic einfach da bleiben wird. Es gibt keinen Grund, dass Paper Magic aufhören zu existieren, nur weil Arena oder Magic Online existiert oder weil wir aktuell halt nicht zusammen spielen dürfen. Ich gehe davon aus, dass sobald wir wieder dürfen, die Läden, die wenigen Slots, die vergeben werden können, rappelvoll sein werden. Leute werden auf Wartelisten sitzen. Wenn alles wieder einigermaßen läuft, die Häuser werden voll sein. Ob es Wohnungen sind, Local Game Stores, große Hallen oder sonst was, die Leute haben Bock, Papierkarten zu benutzen. Leute haben keine Lust mehr am PC zu sitzen. Daheim, alleine. Und darüber habe ich in dem Blackie Talk geredet, habe ich auch sehr viel Zuspruch von der Community bekommen. Das finde ich schön, dass ihr das genauso seht wie ich und da euch auch drauf freut, wirklich ein Kartenspiel zu spielen und kein PC-Spiel mehr. Ja, soviel zum letzten Monat. Ich schmeiße hier mal ganz kurz das Aktuelle noch mit rein. Und zwar habe ich letzten Monat echt viele YouTube-Videos gemacht. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich ein bisschen downslowe. Es gibt wahrscheinlich auch viele von euch, die erschlagen sind von dem Content, den ich produziere. Jeden Tag Videos, manchmal über eine Stunde, manchmal fünf Minuten, aber es kommt immer irgendwas. Und ich habe auch letzten Monat, so Ende letzten Monats, geschaut, was der YouTube-Algorithmus mir vorschlägt, wann ich meine YouTube-Videos hochladen soll. Und das habt ihr vielleicht letzte Woche gesehen. Da habe ich dann die Booster nach hinten gezogen, ich habe die Gameplays nach hinten gezogen, ich habe alles so angepasst, wie YouTube mir das vorgeschlagen hat und es war blöd. Es hat nichts gebracht, Leute haben dann Videos übersehen oder sonst was. Ihr seid es gewohnt, meine YouTube-Videos um 14.30 Uhr zu bekommen. Und das sollt ihr auch weiter bekommen. Dementsprechend, werden Videos weiterhin, das habt ihr wahrscheinlich schon Montag und Dienstag schon wieder gesehen, weiter 14.30 Uhr bzw. maximal 15.30 Uhr, wenn ich es vergesse und noch schnell nachschieben muss oder langsam bin, werden die dann kommen, auch samstags, auch sonntags. Ja, das ist nicht die ideale Zeit laut YouTube, aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Gewohnheit geworden, dass dann Video von mir kommt und die Leute gucken sich das dann an oder eben abends, wenn sie Zeit haben. Nur ganz kurz als Erklärung, warum das letzte Woche so seltsam war. Ich habe es mal getestet, ich fand es nicht gut. Ebenfalls haben vielleicht ein paar Leute mitbekommen, ich war jetzt in letzter Zeit ein bisschen aktiver auf Twitter unterwegs. Das werde ich auch wieder sein lassen, weil Twitter ist nichts für mich. Ich könnte eine Rambling-Folge drüber machen, wie Twitter nur von Leuten benutzt. Egal. Fange ich gar nicht erst mit an. Ich wollte nur sagen, ich habe einen Twitter, der wird hin und wieder mal was gepostet, aber alles in allem werde ich das auch runterschrauben und sagen, hier, wenn irgendwas Wichtiges ist, schmeiße ich es da drüber raus. Ansonsten habe ich Facebook, ansonsten habe ich Instagram. Wenn ihr da irgendwas sehen wollt, da kommen Updates, da kommen News. In den Stories kommen dann auch kleinere Umfragen und sonstige Sachen. Oder halt irgendwas aus meinem Leben. Wenn ihr da mir irgendwie folgen wollt, dann könnt ihr euch da angucken. MTG Blackset, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Das auf Twitter, ja. Ich denke, das lasse ich. Ansonsten seid ihr herzlich willkommen, hier auf YouTube mit mir unten in den Kommentaren zu diskutieren. Ich antworte auf so ziemlich jeden Kommentar und versuche es allen irgendwie recht zu machen und immer wieder mit den Leuten zu interagieren und so zu sehen, okay. Oder wo ich halt auch relativ aktiv bin, ist auf dem Radio Ravnica Discord, weil ich bin ja Teil auch von Radio Ravnica. Nicht nur als MTG Blackset unterwegs, sondern eben auch als Teil von Radio Ravnica. Und dementsprechend bin ich da auf dem Discord relativ aktiv und schreibe da auch andere Dinge. Ich bin auch sonst bei vielen Leuten. Ich bin, glaube ich, bei Patrick auf dem Discord. Ich bin bei relativ vielen, bei Melanie Baum. Ich bin bei vielen Leuten auf dem Discord, aber einen eigenen Discord möchte ich einfach nicht machen. Dafür bin ich A, nicht popular genug. Und B, wenn ihr mich fragen wollt, könnt ihr mich entweder bei einem der anderen Discords fragen oder wie gesagt in den Kommentaren oder sonst wo. Das ist null Problem. Oder ihr schreibt mich auf Instagram an. Das machen genug Leute, die dann auch mal schreiben, hey, ich habe hier eine Modern-Deckliste, was sagst du dazu? Und dann kann ich kurz meine 2 Cent dazugeben. Und dann ist das auch okay. Und ja, genug gelabert, kommen wir zum der Zukunft und labern mehr.
Mist. Für den nächsten Monat ist gar nicht so viel geplant wie immer. Ich habe Gameplays, alle vier schon fertig. Das wird lustig. Da sind ein paar richtig, richtig coole Sachen dabei mit richtig coolen Aktionen und auch... Ja, freut euch drauf. Ich merke ja, der Content, wenn es um Gameplay geht, gefällt euch. Auch wenn aktuell nur Dom und ich immer wieder am Kommentieren sind und meistens auch einer von uns beiden mitspielt, finde ich, kriegen wir das ganz gut hin und können uns da auch gut genug distanzieren, dass wir relativ gut als Kommentatoren auch arbeiten können. Das wird auf jeden Fall kommen. Es kommen zwei Decktags von, ja, coolen Decks, sage ich mal. Ich bewege mich aktuell so null in der Meta, was meine Decktags angeht. Das merke ich auch von den Aufrufen und so weiter her. Natürlich, weil die Leute wollen sehen, wie das aktuelle Delver funktioniert, wie ein aktuelles Elfen funktioniert und ähnliches und wollen nicht sehen, wie ein Deck, was seit 20 Jahren kein Update bekommen hat, das jetzt ein Update bekommen hat, aber immer noch nicht gespielt wird, einmal gespielt wird von mir, weil ich jetzt endlich das Deck spielen kann. Auf der anderen Seite, vielleicht findet ihr so auch ein paar Hidden Gems, die ihr noch nicht kanntet und... Ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen auch Leute motiviert, outside of the box zu denken und irgendwie zu überlegen, so hey, was gab es denn damals für Decks, die man vielleicht immer noch spielen kann, die man trotz Fire Design jetzt wieder spielen kann oder ähnliches. Ansonsten müsste jetzt am Wochenende noch mein Review kommen zu den Ultimate Guard Return to Earth Bouldern. Richtig cooles Teil. Der Blackie Talk diesen Monat kommt ein bisschen früher als sonst, was einfach daran liegt, dass ich den auch schon am Vorproduzieren bin. Und ich musste einfach darüber reden. Das brennt mir auf der Seele. Dementsprechend kommt der relativ früh diesen Monat, wahrscheinlich in der zweiten Woche statt in der dritten wie sonst. Ansonsten kommt ja Modern Horizons 2 raus. Dazu wird es wahrscheinlich wieder ein Pre-Release-Battle geben mit den Jungs. Also mit ein paar von den anderen Kollegen, YouTube-Content-Creatern, Leuten, die ich mag, Leuten, die ich super toll finde und sonst was, bla bla bla. Ihr kennt das Prinzip. Ich werde immer letzter. Dementsprechend hoffen wir, dass das dieses Mal nicht der Fall ist. Ich gehe mal davon aus, dass Gamry und ich nochmal ein paar Booster dazu knacken werden und auch wieder so ein doppeltes Booster-Video machen werden, wo wir darüber reden. Ich hoffe es zumindest. Ich habe noch nicht gefragt. Hätte ich tun sollen vor diesem Video. Ansonsten zum Thema Reviews bin ich noch mit ein paar Firmen wieder in Gespräche gekommen, jetzt wo so alles ein bisschen locker wird und ein bisschen anfängt. Vielleicht kann ich euch noch mehr Videos zeigen von Deckboxen, von Hüllen, von Matten, von allem möglichen, von diesen Hardcases, von... Ihr kennt meine Palette. Ich review alles, was ich in die Finger bekomme, für euch, um euch zu zeigen, was ist gut, was ist schlecht. Ihr bekommt von mir, egal ob die Leute mir das zuschicken oder ich mir das selber kaufe, immer eine ehrliche Meinung. Das ist das Erste, was ich sage, wenn Leute sagen, ey, möchtest du das nicht für uns zeigen? Wo ich sage, jo, wenn es scheiße ist, dann sage ich das. Und wenn die Firmen dann sagen so, dann nicht, dann weiß ich ganz genau, ja, das Produkt ist eh scheiße. Da bin ich schon ganz froh darüber, zum Beispiel Ultimate Guard, auch die beiden Sachen, die mir zugeschickt haben, die ich gereviewt habe, haben auch gesagt, hey, gar kein Problem, wenn du Kritik hast, wenn du irgendwas verbessern möchtest, wenn du irgendwas siehst, sag es im Video, sag uns Bescheid, teile es mit der Community, damit wir auch Feedback bekommen. Nur dadurch können wir wachsen. Das fand ich großartig. Deswegen danke nochmal hier an die Videos dafür. Mal gucken, was da noch alles so kommt. Ich hoffe ja, das wird noch cool, denke ich. Ja, und dann ist der Monat wahrscheinlich schon wieder rum. Ich meine, wir haben Sommer und es wird hell und dunkel und es wird warm. Und hoffe ich auch, dass mit meinem Kanal des Monats, dass die Jungs auch davon ganz hart profitieren werden. Denn mein Kanal des Monats, den ich aktiv ganz hart verfolgt habe, mit den Jungs interagiert habe, mit den Jungs geredet habe. Ihr seht, ich habe fast unter jedes Video davon Kommentare gemacht, weil ich dachte, Alter, so krass, so cool. Und das habe ich die letzten Monate richtig viel gemacht, plus Livestreams, was sie gemacht haben. Und zwar echt nicht wenige auf Twitch. Und... jetzt werde ich es weggeben. Sie haben mitunter einen kompletten Content Creator Charity Cup produziert. Fand ich richtig, richtig cool. Von wem die Rede ist, ist mein Kanal des Monats Nackt und Rosa. Die Jungs um den Verein, das ist ja ein ganzer Verein da hinten dran, die Jungs, die die Social Media Arbeiten betreiben, gerade Richtung YouTube, gerade Richtung Twitch und ähnliches, die vier Jungs, Wahnsinn. Alle der Wahnsinn. Und das ist dann schon fast egal, ob es eine Märchenstunde ist, ob es ein Interview mit einem der ersten, ich glaube sogar der erste VPN Premium in Deutschland ist, ob es Interviews sind mit Judges, mit Level 2 Judges, ob es Livestreams sind von dem Content Creator Cup, wo die Leute dann trainiert haben, wo einfach ein bisschen getestet wurde. Livestreams auch von anderen Kartenspielen, wie zum Beispiel Flesh and Blood, kann ich nur empfehlen. Also das Studio, was die dafür aufgebaut haben, ist Wahnsinn. Und die Livestreams machen so viel Spaß, da mitzumachen und mitzufiebern und mitzugucken. Hochinteraktiv die Leute mit dem Chat, mit euch. Richtig, richtig cool. Und natürlich das Charity Cup Event schlechthin. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es die 10.000 geknackt hat, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld, was einfach für Charity-Aktionen in einem Turnier erspielt wurde von verschiedenen Content-Creatern, nicht nur von Nackt und Rosa, aber die haben das halt so ein bisschen ins
angestachelt und haben das mit Ultimate Guard ganz, ganz viel halt produziert und vorgeplant und damit gearbeitet und die Leute eingeladen und hinter den Kulissen ganz viel gearbeitet. Und das großartig. Großartig. Diese Aktion fand ich geil. Die Livestreams von den Jungs sind der Hammer. Die Interviews von den Leuten sind der Hammer. Die Flashcasts, die Podcasts und auch das Archon, beziehungsweise diese Ligen, die sie immer noch fahren. Egal, ob das das Archon-Format ist, was ein ziemlich gutes One-on-One-Commander ist. Oder auch, wenn ich mitgekriegt habe, dass andere Ligen bei ihnen gelaufen sind. Und ich hoffe einfach, dass wir von diesen Ligen ein bisschen mehr mitbekommen, wenn man sich wieder treffen darf und wenn die Jungs so ein bisschen in ihrem Vereinsschweinchenhäuschen unterwegs sind und sagen, hey, wir bauen da eine Kamera auf und wir livestreamen das, was auf Tisch 1 abgeht oder so. Das hoffe ich, weiß es aber nicht. Aber wenn ihr das hier seht, wäre vielleicht eine coole Idee. Deshalb schaut bei den Jungs vorbei auf YouTube, auf Twitch. Die sind jede Woche unterwegs, machen irgendwas. Oh, großartig. Ich kann es gar nicht genug sagen, wie geil diese Leute einfach sind. Also ich weiß nicht, warum, wie das letzte Mal auch, warum guckt ihr weiter dieses Video und seid nicht schon lange woanders? Es sind wirklich, wirklich coole Leute und wenn ihr da seid, lasst denen einen netten Kommentar da, lasst denen ein Like da, lasst denen ein Abo da, lasst denen irgendwie ein Follow auf Twitch da und sonst was. Großartige Jungs. Ja, und das war's dann schon wieder für diesen Monat. Dieser Monat war cool und schnell und viel. Ich guck mal, vielleicht wird nächsten Monat ein bisschen weniger. Vielleicht nicht mehr 7 Videos die Woche über 4 Wochen, wo ich einen Tag Pause gemacht habe und das sogar angekündigt habe, dass ich Pause mal mache und das was Besonderes war, sondern vielleicht drehe ich mal runter auf 5 Videos die Woche, wobei man die Booster ja auch nicht richtig zählen kann. Dann sind wir bei 3 Videos, weil die Booster sind ja nur so Kleinigkeiten. Ja, sehen wir dann. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wollt ihr lieber dann so ein Video die Woche haben, weil ihr sagt, ey, am liebsten hätten wir gar kein Video, aber wir müssen es halt gucken, weil wir dich abonniert haben. Oder sagt ihr, oh, eigentlich voll geil, dass so viele Videos kamen. Ich habe ein paar davon geguckt, ein paar davon habe ich nicht geguckt. Könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr Videos ausgelassen habt, so, ey, das hat mich nicht interessiert, das habe ich nicht geguckt. Oder, oh, das Video habe ich geguckt, das fand ich cool. Erzählt mir was von eurem letzten Monat, was habt ihr gemacht? Wie immer unten in die Kommentare, ich habe da richtig Bock, das zu lesen. Und ihr kennt mich. Ich lese den Quatsch und ich interessiere mich für den Quatsch und ich erzähle euch ja selber nur Quatsch. Dementsprechend sind wir ja alle eine große Familie, was das angeht und ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Ibexit. Ciao, ciao.